Der Speaker, der jetzt auf die Bühne kommt, hat 23 Unternehmen gegründet, war an über 1000 Unternehmensgründungen beteiligt und hat diese begleitet. Er hat 2 Bücher geschrieben und ihr kennt ihn sicher von Die Höhle der Löwen, der TV-Sendung auf Vox, wo er als Business Coach mehrere Jahre aufgetreten ist. Wenn einer weiß, was es bedeutet, ein Unternehmen aufzubauen, wenn einer weiß, wie man erfolgreich beginnt und erfolgreich bleibt, dann dieser Mann. Er liebt Hosenträger, er trinkt nur Weißwein und er liebt Nutella. Vielleicht ist das ja auch ein Erfolgsrezept, aber das wird er uns jetzt selber verraten. Herzlich willkommen, Felix Tönnissen! Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Mega geil. Ich muss ganz am Anfang erstmal was gestehen. Ich habe heute Morgen relativ lange überlegt, was ich anziehen soll. Was? Wieso lacht jetzt jemand schon? Gibt es schon irgendeinen Grund zu lachen? Ich habe normalerweise, trägt man ja eigentlich langärmelige Hemden. Und ich habe dann extra, sonst ziehe ich nie ein kurzärmeliges Hemd an, habe meiner Mutter dann das Foto geschickt, weil ich fragen wollte, ob das so in Ordnung ist. Und meine Mutter meinte dann zu mir, ich würde aussehen wie ein Busfahrer. Weil Busfahrer ja immer so weiße, kurze Hemden anhaben und dann die Hose auch noch so hochgekrempelt. Ich glaube, der Stefan hat sich auch eben hinter der Bühne gedacht, scheiße, hoffentlich ist es bald vorbei. Naja, also, ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht und ich will euch ganz gerne so ein bisschen was davon erzählen, was ich glaube, was so wichtig ist, warum man sich selbstständig machen könnte, warum man mit seiner Selbstständigkeit hoffentlich aber auch erfolgreich wird. Und ich habe da so ein paar Punkte identifiziert nach vielen, vielen Jahren und ich hoffe, dass jeder von euch da eine ganze Menge von mitnehmen kann. Und ich werde auch von vielen Produkten erzählen, die ich so in den letzten Jahren mal begleiten durfte, wo einige spannende Dinge bei sind und ich glaube, da ist für euch eine ganze, ganze Menge mit dabei. Also, es wird um 6 Faktoren gehen, es wird um 6 Sachen gehen, die ich so für mich identifiziert habe, wo ich glaube, dass die jeder, der selbstständig ist, berücksichtigen sollte und dass viele die viel zu wenig berücksichtigen. Und ich habe diese Punkte, das ist das allererste Mal übrigens, dass ich in einer Präsentation eine Inhaltsfolie habe, hatte ich noch nie, ich war total aufgeregt, die zu bauen. Und ich habe diese 6 Punkte mal aufgeschrieben und um diese 6 Punkte wird es heute in dem, was ich euch erzähle, gehen. Es wird darum gehen, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist, Probleme zu ermitteln. Es wird darum gehen, Kaufbarrieren zu finden, also Gründe zu finden, warum jemand eure Produkte nicht kauft. Ja? Es wird darum gehen, Produkte zu kreieren, die wirklich den Kunden ansprechen und interessieren. Es wird logischerweise darum gehen, den Kunden zu verstehen, weil, seien wir mal ganz ehrlich, manchmal versteht man den Kunden überhaupt nicht. Es wird darum gehen, wie ihr euer Marketing optimieren könnt und besser machen könnt, weil meistens muss man doch ganz ehrlich sagen, als Selbstständiger hat man ja meistens nicht so das riesige Marketingbudget. Wer von euch hat ein Marketingbudget über 1 Million Euro? Ja, 2 Leute zeigen hinten auf. Gut. Und als letztes wird es darum gehen, was kann ich denn machen, um mein Business zu skalieren? Weil ein Business zu skalieren ist etwas extrem Schwieriges, weil man kriegt es meistens nur hin, irgendwann sein Business so gut aufzubauen, dass es gut läuft, aber dann den nächsten Schritt zu machen, das ist extrem schwierig. Und dazu habe ich so ein paar Beispiele mitgebracht, die ich gerne mal mit euch durchgehen will. Zum Thema Probleme finden. Ich muss vorher noch eine Sache sagen. Ich habe Beispiele für Männer als auch Beispiele für Frauen. Ja, ich bitte das direkt schon mal zu berücksichtigen. Ein ganz klassisches Beispiel, ein Satz, den ich in meinem Leben ganz häufig gehört habe, ist, Schatz, ich habe so strohige Haare. Haben wir Damen anwesend, die finden, dass sie selber strohige Haare haben? Ah, okay, gut. Also niemand, dann vielleicht habe ich auch die falschen Frauen in meinem Leben kennengelernt. Naja, also ich stehe auf Frauen mit strohigen Haaren. Und, ja, sorry, ist auch, der eine mag braunhaarige oder was auch immer, ich habe gerne welche mit strohigen Haaren. Und strohige Haare ist deswegen so interessant, weil sich bestimmte Shampoo-Hersteller darauf spezialisiert haben, Shampoo auf den Markt zu bringen, speziell für Frauen mit strohigen Haaren. Jetzt kann man ja sagen, was ist das denn für ein Quatsch, wer soll das denn kaufen? Genauso gibt es Gel für Männer, was Kleber heißt. Weil manche Männer gesagt haben, mein Gott, das Gel, das hält halt nicht den ganzen Tag. Oder mit Deo finde ich das auch super. Es gibt Deo mittlerweile, das reicht 72 Stunden.
Das ist doch geil, oder? Ich benutze es einmal und das reicht für 3 Tage. So am nächsten Tag wird schon so, dass der eine oder andere guckt, dann bin ich ganz alleine auf der Straße und irgendwann redet niemand mehr mit mir, aber das Deo hält 72 Stunden. Das heißt, wenn ich ein Produkt kreiere, muss ich mir genau Gedanken dazu machen, was ist wirklich das Problem meiner Zielgruppe und was sind die Sachen, die ich konkret anspreche. Und sage euch ganz ehrlich, die meisten machen das nicht. Die sagen dann, ja, Felix, mach mal nächsten Punkt, ich weiß schon, was das Problem meiner Zielgruppe ist. Nein, das wissen die meisten nicht. Und ein zweiter Satz, den ich von Damen sehr häufig gehört habe, ist, ich habe eine Laufmasche. Machen wir mal da die Umfrage. Wie viele Damen, die anwesend sind, hatten denn schon mal eine Laufmasche? Sehr gut. Wer hatte denn noch nie eine? Ja. Schön, die Männer. Die Männer. Ja, aber die, vielleicht zieht er die Strumpfhose ja auch nicht so oft an. Naja, ich hatte folgende Situation in meinem letzten Angestelltenverhältnis. Das ist schon ein bisschen länger her, hatte mein Chef mich gefragt, ob ich nicht zum Essen kommen will abends. Das war wie so ein Ritterschlag. Der Chef hat so gesagt, Herr Tönnissen, wenn Sie möchten, können Sie nächste Woche gerne mal auf mein Gut kommen und dort gemeinsam mit uns dinieren, mit mir und meiner Frau. Sie können ja auch Ihre Frau mitbringen. Und ich war 25 und dachte, okay, was für eine Frau. Und dann sagte ich so, ja, klar. Und wie man dann so ist in so einem Moment, total aufgeregt, ist es in Ordnung, wenn ich meine Schwester mitbringe? So, Hauptsache ich komme nicht alleine, ist mir egal, ob das peinlich ist. Und dann sagt er, natürlich, Sie können auch Ihre Schwester mitbringen. Dann war ich mit meiner Schwester auf dem Weg dorthin, wir gingen zum Auto und dann sagte meine Schwester so zu mir, oh Felix, scheiße, ich habe eine Laufmasche. Da meinte ich so, okay, wo ist denn jetzt das Problem? Dann sagte ich, ja, ich habe eine Laufmasche, das ist echt schlecht. Dann habe ich gesagt, okay, kein Problem, geh doch einfach nach oben, zieh dir eine andere Strumpfhose an. Dann sagt die so, nee Felix, die gleiche Strumpfhose habe ich nicht nochmal. Dann habe ich gesagt, ja, zieh doch irgendeine andere an. Nee, das passt nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ich versuche ja mal Lösungen zu erarbeiten. Dann habe ich gesagt, kein Problem, dann zieh doch keine Strumpfhose an. Nee, das geht nicht. Ich so, ja, warum, das geht das nicht? Ja, das geht einfach nicht. Ich so, warum denn nicht? Ja, ich habe mir nicht die Beine rasiert. Und kennt ihr so Situationen, wenn man in so einem Gewissenskonflikt ist und denkt, irgendwie, wieso hast du denn nicht die Beine rasiert, wenn wir zu meinem Chef fahren? Ja, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ich will nicht darüber nachdenken, ob meine Schwester sich die Beine rasiert. Du hast ja nicht die Beine zu rasieren. Dann habe ich gesagt, ja, dann geh doch nach oben und rasier dir die Beine. Hat die gesagt, nein, geh trotzdem nicht. Ich so, warum denn nicht? Ja, das ist zu kalt ohne Strumpfhose. Das ist ein Punkt, den ich als Mann bis heute nicht verstanden habe. Ein 3 μ dickes Mini-Strumpfhosending soll dann die Beine verdecken und sorgt für extreme Wärme. Das, bitte, das muss mir irgendwann einer erklären. Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, okay, Theresa, ganz ehrlich, wir haben jetzt, ich habe dir 2, 3 Lösungen angeboten. Was sollen wir denn nach deiner Meinung tun? Und sagte die, ja, wir können nicht fahren. Habe ich gesagt, kein Problem, warte ganz kurz, ich rufe mal eben bei meinem Chef an. Ah, Herr Dr. Schneiderwang, es tut mir total leid, wir kommen, können nicht kommen, meine Schwester hat eine Laufmasche. Ja, kein Problem, ach, Sie bringen das Essen morgen mit zur Arbeit. Okay, danke, super. Aber was ich euch damit erzählen will, ist, es gab ein Startup, was wir bei der Höhle der Löwen hatten, was gesagt hat, wir machen Strumpfhosen, die nicht kaputt gehen. Unser Unterscheidungsmerkmal ist das größte Problem unserer Zielgruppe, nämlich, dass die Strumpfhosen kaputt gehen. Und wir transportieren nur diesen einen einzigen Benefit und sagen, unser Unterscheidungsmerkmal ist, unsere Strumpfhosen gehen nicht kaputt. Wir kommunizieren nicht die Zusammensetzung, wir kommunizieren nicht die Farbe, wir kommunizieren auch keine anderen Punkte, wir stellen nur in den Vordergrund, dass es nicht kaputt geht. Ein ganz wichtiger Punkt von mir für euch ist, einmal herauszufinden, was ist denn wirklich das Kernproblem der Zielgruppe und nicht anzufangen, 500 Vorteile zu kommunizieren und zu sagen, ich kann das, übrigens auch noch das und auch noch das und auch noch das und auch noch das. Nein, einen Punkt rauszusuchen, der wirklich zu einer Unterscheidung führt, aber der auch für die Zielgruppe relevant ist. Und das hat dieses Startup sehr, sehr erfolgreich gemacht. Und was man dabei gut berücksichtigen kann, ist, darum habe ich diese Folie mit dem Mann mit dem dicken Bizeps, ist, die Schwächen der Konkurrenz zu nutzen. Ich weiß, Marktanalyse klingt wenig sexy, aber wenn du weißt, was deine Konkurrenz nicht gut macht und wo deine Konkurrenz die Zielgruppe nicht gut anspricht,
hast du genau die Punkte gefunden, die du herausstellen kannst. Aber dafür musst du diese Punkte kennen und diese Schwäche der Konkurrenz wirklich verstehen und sich immer wieder damit auseinandersetzen. Ich habe dann immer wieder Gründer, Unternehmer, die mir sagen, nein Felix, ich gehe meinen Weg, ich mache mein Ding. Ja, aber wenn ich nicht gucke, was links und rechts passiert, dann weiß ich auch nicht, welcher Weg der richtige ist. Und darum ist es so wichtig, da immer wieder einen Blick drauf zu werfen, die zu analysieren, ein kleines Chart zu erstellen, ein Notizblatt zu machen und genau zu verstehen, welche Punkte bei der Konkurrenz wichtig sind. Und der zweite Punkt, den ich entscheidend finde bei der Gründung, ist das Thema Kaufbarrieren finden. Und ich habe ein kleines Video mitgebracht. Aber erstmal so eine Frage an euch. Wer von euch hat schon mal Sexspielzeug bestellt? Komm, ehrlich. Ja. Also entweder bin ich ein Schwein oder ihr seid unehrlich. Na gut. Ich habe auch noch nie Sexspielzeug. Also machen wir eine ganz ehrliche Präsentation. Könnt ihr haben, kein Problem. Eis.de. Also erstmal, der Name ist ja schon geil. Wie ist man auf den Namen gekommen? Denkt mal so ein bisschen drüber nach. Was macht man mit Eis? Ist einer zum richtig lang drüber nachdenken. Aber Eis.de hatte ein riesiges Problem und daran lässt sich sowas wunderbar erkennen, weil manchmal werdet ihr euch fragen, scheiße, warum bin ich nicht erfolgreich? Und manchmal, wenn man Glück hat, ist es nur eine einzige Variable. Und die Variable bei Eis.de ist folgende. Wenn du Sexspielzeug bestellst online und dieses Sexspielzeug wird zu dir nach Hause geschickt und du bist nicht da, habt ihr auch so eine ältere Frau im Haus wohnen? Bei mir ist das eine sehr, sehr liebe ältere Frau, Frau Bücher. Und Frau Bücher nimmt sehr gerne meine Pakete an. Und Frau Bücher weiß auch genau, von wem ich Pakete bekomme. Und wenn Frau Bücher mein Paket von Eis.de annimmt, wird Frau Bücher mir sagen, Herr Tönnissen, hier ist übrigens Ihr Schweinskram angekommen, den Sie sich im Internet bestellt haben. Und Eis.de hat das perfekt gelöst und ist hingegangen und hat gesagt, hey, wie können wir dieses Problem für unsere Kunden im Kaufprozess lösen? Wir bieten dem Kunden an, eine Absenderadresse auszuwählen. Das heißt, ich kann mir aussuchen, wer der Absender des Produktes ist und kann zum Beispiel nehmen Druckerzubehör. Passt ja auch irgendwie ein bisschen, ne? Modeschmuck. Ach, Frau Bücher, vielen Dank. Ich hatte nur wieder Sachen für meinen Drucker bestellt. Ne? Ja. Finde ich cool. Aber das ist genau der eine entscheidende Punkt, der bei dem Unternehmen dazu geführt hat, dass die massiv Umsatz generiert haben, weil genau das Problem, die Kaufbarriere für den Kunden, ausgeschieden ist. Das heißt, fragt bitte Leute, fragt eure Kunden, fragt andere, warum kauft ihr das Produkt nicht? Welche Barrieren könnten dagegen sprechen? Ja? Ganz klassisches Beispiel bei mir. Ich hatte das bei meinen Speakings, bin jetzt 38. Ich hatte das bei meinen Speakings, bei meinen Vorträgen vor 10 Jahren. Da haben alle Leute immer zu mir gesagt, ah, Herr Tönnissen, Sie sind zu jung, Sie haben ja bestimmt gar keine Erfahrung. Also muss ich mir doch überlegen, wie kriege ich es so transportiert, dass der Kunde denkt, der ist vielleicht jung, hat aber richtig Erfahrung. Das heißt, wirklich Variablen zu finden, die diese Kaufbarrieren auflösen. Und jeder von euch hat Kaufbarrieren, mit denen man arbeiten muss. In dem Zusammenhang finde ich immer ganz schön, sich mit dem Thema Nichtkäufer auseinanderzusetzen. Wir beschäftigen uns, jeder von euch hat sich schon mal mit dem Thema Zielgruppe auseinandergesetzt. Aber habt ihr euch schon mal damit beschäftigt, wer eure Nichtkäufer sind? Wer sind die, die eure Produkte nicht kaufen? Dann habe ich immer wieder Unternehmer, die sagen, ja, mir doch egal, ich habe meine Zielgruppe, sollen die halt nicht kaufen. Aber mal darüber nachzudenken, warum kaufen die nicht? Was sind wirklich die Gründe, warum jemand euer Produkt nicht kauft? Und wie kannst du einen Nichtkäufer zu einem Käufer machen? Und die Gründe dafür rauszufinden, der Grund ist nicht immer der Preis. Der Grund kann der Preis sein. Und dann kannst du darüber nachdenken, den Preis in Relation zu deiner Leistung zu stellen. Dann kannst du darüber nachdenken, eine Geld-Zurück-Garantie zu geben. Du kannst auch als letzten Schritt darüber nachdenken, einen Rabatt zu geben. Aber welche anderen Gründe gibt es noch, dass jemand euer Produkt nicht kauft? Mach dir eine Liste, schreib alle Gründe auf und dann überlegst du, wie kannst du jeden dieser einzelnen Gründe widerlegen, dass es eben nicht mehr für den Nichtkäufer relevant ist. Und was ich in dem
Kontext ganz gut finde, ist immer, wenn man gerade so ein bisschen auch im Bereich Personal Branding oder sich selber als Marke darzustellen, auseinandersetzt, sich selber zu googeln. Wer von euch hat sich schon mal selber gegoogelt? Komm, alle. Ich würde fast sagen, wer hat sich noch nicht selber gegoogelt? Ja. Ich bin ein sehr egoistischer Narzisst. Deswegen google ich mich eigentlich so, sagen wir mal, alle ein, zwei Stunden. Gucke ich mir wirklich an, welche Ergebnisse da rauskommen. Und ich habe mich letztens vor einem Dreh, da haben wir für RTL was gedreht, habe ich mich selber gegoogelt. Ich habe euch einfach mal die Ergebnisse mitgebracht. Also, als erstes kam Felix Tönnesen, Frau, Freundin. Das kann so in jeder Richtung sein. Ich versuche dann, und das ist mein Tipp für euch, versucht mal anhand der Ergebnisse zu eurer Person darüber nachzudenken, was die Gründe sind, warum jemand das googelt. Also, ist das so, dass sich jemand fragt, ob der eine Frau hat? Ist das jemand, dass sich jemand fragt, hat der eine Frau? Ganz andere Suchintention. Ist das, dass jemand vielleicht denkt, der ist bestimmt schwul? Ja? Könnte auch ein Ansatz sein, darüber nachzudenken. GmbH, Kosten, Unternehmen, Instagram, meine Heimatstadt Viersen. Und was ich super fand, als letztes Ergebnis, ist Felix Tönnesen Glasauge. Also mal ganz ehrlich, wer hat das gesucht von euch? Wahnsinn. Und bitte tut mir einen Gefallen, weil das Problem ist folgendes. Wenn ihr das jetzt auch sucht, dann bleibt das die ganze Zeit da drin. Also bitte, bitte raus. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ey, ganz ehrlich, was soll das? Wieso sucht das? Wieso Felix Tönnesen einarmig? Oder, weiß ich nicht, verrückt? Oder sonst irgendwas? Weil ich bei Gedankentanken auf der Bühne, ich glaube, das war in Köln, und ich habe das Beispiel nachher mit, mal erzählt habe, dass ich als Kind ganz, ganz stark geschielt habe und dass es 3 Augenoperationen gedauert hat, bis ich meine Augen wieder in den Griff gekriegt habe. Als ich auf die Welt gekommen bin, war das eine Auge weiß. Und ich glaube, manche Leute haben wahrscheinlich gedacht, das ist gar kein echtes Auge, das ist so ein Glasauge, was man so rausnehmen kann. Hallo, hätte ich auch meine Positionierung gefunden. Ich meine, wie geil wäre das, wenn ich bei jedem Vortrag so ein Auge rausholen würde und das hier so rollen lassen würde. Wahnsinn. Aber darum muss man sich damit auseinandersetzen. Also nicht nur aus Spaß, sich selber zu googeln, sondern darüber nachzudenken, was ist die Intention dessen, warum jemand diese Dinge bei euch googelt, und macht es dann Sinn, eine Seite zu bauen, die heißt Felix Tönnesen Kosten, mit der du irgendwann bei Google auf 1 rankst, wo du sagen kannst, okay, hier gebe ich Infos über meine Kosten raus, damit du erstens den Traffic abgreifen kannst und zweitens eventuell bestimmte Dinge widerlegen kannst. Überleg die ganze Zeit, ob ich eine Seite mache zum Thema Felix Tönnesen Glasauge, aber ich weiß nicht so genau, was ich da so darstellen soll, aber vielleicht kriege ich das irgendwie noch ganz cool hin. Wer von euch weiß, was das ist? Es ist ein Maultier. Und ein Maultier, ohne dass wir jetzt auf den Herstellungsprozess eingehen, wird hergestellt zwischen, da ist ein Esel und da ist ein Pferd. Und die schmusen ist auch ein geiles Wort übrigens, die schmusen, und dann entsteht ein Maultier. Aber was hat jetzt ein Maultier mit Selbstständigkeit zu tun? Weil du wirst ja jetzt vielleicht denken, okay, was machen wir jetzt hier, Biounterricht? Also ein Maultier ist ein Hybrid. Ein Maultier vereinigt 2 Dinge und macht daraus ein besseres. Und was ich so schlau finde, ist, eine Firma, die das jetzt gemacht hat, ist Rewe. Und zwar, wenn du mal über eine Sache nachdenkst, wer von euch hat schon mal online Lebensmittel bestellt? Sehr gut. Und wenn du online Lebensmittel bestellst, ich habe das gemacht, hast du ein Riesenproblem. Und zwar, die Sachen kannst du super schön online aussuchen, kannst du alles machen, alles tun, aber diese Lebensmittel werden ja trotzdem zu dir nach Hause geschickt. Das heißt, du musst ja da sein. Kennt ihr so dieses typische, ja, da kommen wir zwischen 8 und 16 Uhr. Ja, kein Problem, ich hatte eh nichts vor. Komm, können Sie auch morgen kommen. Ich bin selbstständig, ich mache Homeoffice. Super. Ich liebe das. Auch meine Mutter sagt auch mal, ach Junge, hör mal, wir sind in Düsseldorf. Hast du nicht gerade kurz Zeit? Ja, klar. Wann denn? Ja, irgendwann jetzt so, heute kommen wir mal rum. Ach so, ich hatte eh nichts, ich liege auf der Couch. Ja, kommst du mal rum. Also, was hat Rewe gemacht? Rewe hat genau dafür ein ganz konkretes Produkt kreiert. Und dieses konkrete Produkt, was Rewe kreiert hat, ist richtig, richtig schlau. Du gehst nämlich hin und bestellst die Lebensmittel online.
kannst alles online, ich hasse es, im Supermarkt zu sein. Du kannst alles aussuchen, super in den Warenkorb packen, siehst deine ehemaligen Produkte, kannst auch deinen kompletten Einkauf vom nächsten Mal einfach in den Warenkorb legen. Aber dann fährst du selber zu Rewe und holst das ab. Jetzt wird der ein oder andere von euch vielleicht denken, wer braucht das denn? Ich bin 1:1 dieser Kunde. Das bin ich. Ich liebe es, online alles auszusuchen. Ich habe aber keinen Bock, zu Hause zu warten, dass irgendein Fahrer kommt. Ich fahre eben bei Rewe vorbei, mache Kofferraum auf, die laden das ein, bezahlt ist schon alles und ich fahre wieder weg, fertig. Ist für mich genau das Hybridmodell, was ich brauche. Das heißt, bitte tut mir einen Gefallen und denkt bei dem, was ihr macht, darüber nach, was sind wirklich die Ansprüche der Kunden? Was ist das, was der Kunde wirklich in eurem konkreten Fall will? Und gibt es manchmal auch Kombinationen aus Offline und Online? Ich hatte gerade einen großen Vortrag von einem Reiseunternehmen. Es gibt viele Leute, die Bock haben, die Reise online zu konfigurieren, aber trotzdem ins Reisebüro zu gehen, um das Produkt zu kaufen oder abzuschließen und dann nochmal abschließende Beratung zu bekommen. Und macht euch Gedanken, wie ihr vielleicht auch zwei Welten oder zwei Produkte miteinander kombinieren könnt und wie ihr so ein Hybrid aufbauen könnt. Wenn wir bei dem Thema bleiben, dann muss ich immer darüber nachdenken, Geschenke zu machen. So Geschenke zu machen für Männer ist ja irgendwie kacke, ne? So irgendwie können wir das ja nicht. Ich hatte so, meine Tante hatte Geburtstag und ich wollte meiner Tante ein schönes Geschenk machen. Jetzt habe ich immer folgendes Problem, vielleicht geht es ja, ich hoffe, es geht noch jemandem so, Geschenkpapier habe ich nicht. Tesafilm habe ich auch nicht. Ich habe eine Schere, Nagelschere, mit der könnte ich was ausschneiden. Karte, es gibt ja so Leute, die haben immer 30 Karten zu Hause schon vorrätig, so richtig gut organisierte Menschen, habe ich auch nicht. Ich habe die Schere und ich hätte einen Kugelschreiber, daraus kriege ich ja kein Geschenk. Kennt ihr so Leute, die dann sowas in Zeitungspapier einpacken? Das finde ich. Und da habe ich mir gedacht, naja, ich will meiner Tante mal ein richtig cooles Geschenk machen. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe eine Seite gefunden, die heißt Lovely. Und bei Lovely kannst du hingehen und kannst quasi Produkte zusammen in ein richtig geiles Geschenk packen lassen. Also kriegst zum Beispiel ein Gin-Set. Da ist ein Gin drin, da sind Gin-Gläser drin, da ist Pfeffer drin und Hibiskusblüte und was man alles da reinpacken kann. Und dann ist das Coole, das Geschenk wird richtig geil verpackt. Da kommt so ein Stülpdeckelkarton drum, da kommt ein richtig schöner Geschenkpapier drum, eine riesige Mega-Schleife. Also das sieht aus Knaller, wirklich Knaller. Und dann kommt aber das Coole. Das Coole ist, ich kann eine handgeschriebene Karte dazu buchen. Das heißt wirklich keine gedruckte Karte, eine handgeschriebene. Meine Tante heißt Barbara. Und dann habe ich diese Karte geschrieben. Liebe Barbara, ich wünsche dir zu deinem Geburtstag alles Gute. Ich habe mir gedacht, dieses Mal gebe ich mir mal ein bisschen mehr Mühe und habe mir was Schönes für dich überlegt und bla 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 bla. Und kann das dann meiner Tante schicken lassen. Das heißt, ich habe dieses komplette Problem, sorry, für mich gelöst. Ich habe ein geiles Geschenk, geil verpackt mit einer individualisierten Karte. Weil ich kann dir ja nichts bei Amazon bestellen und das als Geschenk verpacken lassen und dir zuschicken. Da weiß sie ja, dass ich das mal eben nur bei Amazon bestellt habe. Ja? Die Wertschätzung des Produktes ist extrem wichtig für den Empfänger, für euren Kunden. Ein Problem hat es nur gegeben. Meine Tante hat dann dieses Paket gekriegt und hat dann bei mir angerufen, was man ja macht, und hat dann gesagt, Hans, Felix, ich wollte mal Danke sagen für das schöne Geschenk. Die hat noch einen schlimmeren Kölner Akzent als ich, als Düsseldorfer. Und ganz fürchterlich, ja, ich weiß. Aber Düsseldorfer Akzent gibt es doch nicht. Und dann sagte die, ja, super. Und ich habe mich auch über die Karte gefreut. Und dann habe ich so gedacht, ja, geil. Jetzt holst du dir schön ein paar Punkte ab. Dann habe ich gesagt, ja, klar, kein Problem. Habe ich gerne gemacht, weil einfach so, weil du mir so wichtig bist. Und dann sagte die so zu mir, ja, ich habe mich nur gewundert. Ich so, warum gewundert? Ja, das ist doch gar nicht deine Schrift. Und dann dachte ich so, ach scheiße, kennt ihr das, wenn man in so einer Situation ist, wo man jetzt denkt, wie komme ich da jetzt raus? Und dann sagte ich, ja, habe ich eine Mitarbeiterin schreiben lassen, weil die hat eine viel schönere Schrift als ich. Was ist für mich die Kaufbarriere zum nächsten Mal? Die Kaufbarriere für mich beim nächsten Mal ist, eine Karte auszuwählen und dann auszuwählen, ob das ein Mann oder eine Frau oder ein Mann mit kriegeliger Schrift schreibt. Weil die schöne Schrift ist super, aber die schöne Schrift ist meine Kaufbarriere, dass ich es nicht nochmal buchen würde, weil jeder dann merkt, dass es nicht von mir ist. Das ist ein ganz, ganz kleines Detail, was diesen kompletten Kaufprozess bei mir an der Stelle cuttet. Und genau diese Punkte musst du finden und genau diese, ich habe denen dann auch geschrieben, die fanden die Idee doof. Dann habe ich nochmal geschrieben, ich habe richtig krass Ahnung vom Marketing, ich war auch schon bei Gedankentanken und dann haben die auch gar nicht mehr geantwortet. Aber mir egal, jetzt ziehe ich das Business selber hoch. Naja. Ja. Danke. Vielen Dank.
Ein Modell, was ich cool finde. Ich hasse sonst so Theoriefolien, aber ein Modell, was ich geil finde, mit dem ihr euch bitte auseinandersetzen solltet, ist das sogenannte Kano-Modell. Kano-Modell ist von so einem Professor, der heißt Kano. So, gibt immer nur zwei Sachen. Entweder heißt das Ding so, weil der Typ Kano heißt, oder K-A-N-O ist eine Abkürzung. Gibt immer nur die zwei Varianten. Das Kano-Modell ist so cool. Bitte verwendet das mal für eure Produkte. Und zwar hat der gesagt, ist schon ganz alt, es gibt bei Produkten Basismerkmale, dann gibt es Leistungsmerkmale und es gibt Begeisterungsmerkmale. Stellt euch das mal wie so eine Pyramide vor, dass man sich sozusagen nach oben arbeitet. Und was wir manchmal nicht wissen, ist, was sind die Merkmale, die unseren Kunden wirklich begeistern? Was sind die Merkmale, die wirklich zur Unterscheidung führen? Denkt mal an Autos. Was sind Basismerkmale? Airbag, ABS, elektrische Fensterheber. Das ist ja wohl Standard. Was ist Leistungsmerkmale? Xenonlicht, wer will Ledersitze, irgendwelche anderen coolen Sachen. Aber was würde wirklich dazu führen, dass du sagst, ich bin krass begeistert von meinem Auto? Massagesitze, komplett selbstfahrend, braucht keinen Sprit mehr, keine Ahnung. Wichtig ist, macht mal diese Tabelle für euch oder diese Pyramide. Und dann überlegt ihr mal, was sind denn an eurem Produkt Basismerkmale, wo der Kunde sagt, ah, da gehe ich eigentlich davon aus, dass es Basis ist. Das muss dabei sein. Was ist wirklich Leistung, wo der Kunde sagt, hey, das ist ein leistungsfähiges Produkt. Aber wenn du willst, dass dein Kunde dein Produkt empfiehlt, dann brauchst du die Spitze der Pyramide, dann brauchst du Begeisterung. Und wichtig ist, diese Begeisterung ändert sich. Wenn ihr mal an euer erstes Auto denkt, mein erstes Auto, und dann hatte ich mein zweites Auto hatte elektrische Fensterheber. Boah, da kriege ich heute noch, ich habe Gänsehaut. Das war doch der Knaller. Ich bin in meiner Heimatstadt die ganze Zeit rumgefahren, habe hoch und runter gemacht. Wirklich, war Ford Fiesta. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es kaputt geht, wenn ich es zu oft mache, aber egal. Aber jetzt würde einer von euch heute noch sagen, ey, ich habe mir gerade ein Auto gekauft. Elektrische Fensterheber habe ich auch am Start. Würde doch keiner mehr sagen, weil es jetzt ein Basismerkmal ist. Das heißt, die Sachen, die manchmal Produkte auszeichnen, werden manchmal nach unten durchgereicht. Und darum sollte man sich mit dem Kano-Modell intensiv auseinandersetzen und überlegen, was ist wirklich das, was zur Begeisterung führt. Letztens hatte ich jemand, der sagte, Herr Dönneschen, das mit Nutella haben Sie aber auch schon seit 10 Jahren in der Präsentation. Ist mir scheißegal. Wir halten fest, Nutella ist sehr ungesund, da ist Palmöl drin, Ferrero ist böse und jetzt kann ich über das Beispiel reden. So, ja. Ja, ich muss da erstmal, ich hoffe, jetzt habe ich jeden Veganer und Gutmenschen abgeholt, sorry. Also, ich weiß. Also, wer von euch isst zum Frühstück manchmal Nutella? Es werden immer weniger. Was ist denn los? Alles nur noch Chia Porridge und sowas. Acai Bowl morgens und boah, nee, ein paar Leinsamen obendrauf. Scheiße. Also ich habe schön Toast, Weizentoast. Ja. Alleine, dass man heute bei Weizentoast schon lacht. Was ist denn der Unterschied zwischen Weizen und Vollkorn? Verstehe ich noch nicht mal. Gibt doch Vollkornweizen. Ja. Oder so einen Stuten. Oh, so in Köln sagt man auch einen Platz. Schön so einen Platz, so eine dicke, so schön, so mit. Oh, der riecht schön eigentlich nur aus Hefe. Geil. Naja, Nutella. Was hat Nutella denn so gut gemacht? Nutella hat eine Sache sehr, sehr gut gemacht. Stellt euch mal die Situation vor. Euer Nutella ist leer. Die Geschichte wird positiv. Jetzt geht ihr zum Schrank und holt ein neues Nutella-Glas raus. Ein Nutella-Glas ist aus Glas. Woraus auch sonst? Aus Glas. Dann holt ihr dieses Nutella-Glas und geht damit in die Küche und macht dieses Nutella-Glas auf. Es ist ja oben ist ja so ein Plastikverschluss. Und dann dreht man diesen Plastikverschluss ja so langsam auf. Und an einer bestimmten Stelle macht der. Da ist so ein ganz, kennt ihr dieses ganz feine, kleine Geräusch? Jeder Liebhaber wird dieses Geräusch, das ist so eins meiner Lieblingsgeräusche, wirklich. Ja, Wahnsinn. Du drehst das auf und dann macht das so. Und jetzt würde jeder Produktdesigner, würde doch jetzt sagen, Öffnungsprozess zu Ende.
Na, hey, das ist Hotel Nutella, Junge. So, und dann gibt es noch einen zusätzlichen Verschluss, nämlich eine goldene Folie. Ich meine, welche andere Farbe wird gehen? Goldene Folie. Das Geile an dieser Folie ist, es fehlt etwas. Nämlich die Lasche zum Abziehen. Ja. Das ist so geil. Macht mal Folgendes. Wenn jemand bei euch zu Hause ist und hat noch nie ein Nutella-Glas geöffnet, die versuchen, diesen kleinen Rand, der so da drüber geht, so zu packen. Das ist total süß. Ich mache dann immer so Instagram-Videos. Wahnsinn. Naja, und dann versuchen die das zu öffnen. Und jetzt gibt es zwei Arten, das Nutella-Glas zu öffnen. Und ihr müsst abstimmen. Erste Art, wer der hier Anwesenden öffnet das Nutella-Glas mit dem Messer? Gut. Wer der hier Anwesenden öffnet das mit dem Finger? Und jetzt tut mir mal einen Gefallen. Die mit dem Finger, nochmal hoch. Und die mit dem Messer, guckt euch mal um. Und denkt euch mal, was sind das denn für Schweine? Mit dem Finger. Und die mit dem Messer, nochmal den Arm nach oben. Und die mit dem Finger mal rumgucken und denken, oh Gott, wofür brauchst du ein Messer? Wahnsinn, es gibt da keine Hybriden. Es gibt keine Leute, die sich für beide Varianten entscheiden. Na, nein, das ist seltsam. Ja. Also, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann, ich kann das nur, weil ich bin Messeröffner. Sorry. Wer das mit dem Messer geöffnet hat, dann passiert immer Folgendes. Vielleicht passiert es auch bei denen mit dem Finger. Das Messer kommt in das Nutella rein. Aus Versehen. So, und jetzt gibt es drei Arten von Menschen. Und an denen könnt ihr, wenn das das Einzige ist, was ihr von dieser Präsentation mitnehmt, an denen könnt ihr erkennen, wer sind gute, wer sind normale und wer sind böse Menschen. Wirklich, es ist eine wahre Geschichte. Es gibt die Menschen, die machen das mit dem Messer, nehmen das Messer und legen das in die Spüle. Okay, das ist, wenn du so einen kennenlernst. Okay, danke, brecht es ab. Brecht es, den braucht keiner mehr. Dann gibt es die, die nehmen das Messer und streichen das auf das Brot. Das sind so die normalen Leute. Da sagt man so, das ist cool, das haben die so cool gemacht. Begeisternd ist es nicht. Die richtigen Cracks, die nehmen das Messer, am besten so ein Brotmesser, und lecken das Messer ab. Und es ist egal, ob die Zunge kaputt geht. Also, entscheidet euch. Entscheidet euch. Aber warum ist das Beispiel so geil? Weil Nutella macht Unboxing. Und dieses Unboxing hat Nutella sehr, sehr gut gemacht. Es kommt jetzt ein etwas anrüchiges Beispiel. Und zwar, ich nehme jetzt mal bewusst eine böse Position ein. Und zwar, wer von euch hat schon Kinder? Ah, sehr gut. Es sind mehr als Nutella essen. Also, das Kinderkriegen, seien wir doch, ich nehme bewusst eine andere Position ein, bitte mich nicht zu verurteilen. Kinderkriegen, das ist ja schon irgendwie so eine ziemlich anstrengende Kiste. Vor allem für den Mann. Ich finde, das ja, ist ja wirklich so, dieser ganze Stress, die Frau weiß nicht, wann das Kind kommt, dann Schwangerschaftsvorbereitungskurs, total geil. Du sitzt da so, so total natürlich, bist du da so am Rumatmen mit irgendwie, da sitzt dein Chef, da sitzt ein Kunde, super, total cool. Und dann ist ein Mann hingegangen und hat gesagt, das Problem mit dem Kinderkriegen, das müssen wir irgendwie mal lösen. Der gute Herr Blonsky hat ein Gerät entwickelt, das ist eine Originalpatentzeichnung aus dem Jahr 1965. Und zwar hat der Herr Blonsky ein Gerät entwickelt, dessen originaler Name ist die Geburtsschleuder. Es ist ein Originalpatent, ich weise nochmal darauf hin. Habt ihr zu Hause eine Waschmaschine? Dann kennt ihr vielleicht die sogenannte Zentrifugalkraft. Darum, wenn du in die Waschmaschine guckst, da ist die Wäsche immer außen. Und der Herr Blonsky hat gesagt, das können wir fürs Kinderkriegen nutzen. Weltklasse. Das ist so ein schlauer Mann gewesen. Und dieses Gerät, ich habe das mal mit einer kleinen Animation gemacht, beschleunigt die Frau auf bis zu 1200 Umdrehungen. Ja. Ich halte an der Stelle fest, wenn jetzt der ein oder andere Mann sagt, meine Frau, die ist so kompliziert, die macht aus allem ein Drama, dann könnt ihr das noch zusätzlich mit einem Turbo auf 1500 Umdrehungen beschleunigen. Also ich mach's nochmal. Die Frau wird in diesem Gerät beschleunigt. Jede Frau, die sich jetzt darüber beschwert, also ganz ehrlich, bei 1500 Umdrehungen, da kriegst du eh nichts mehr mit. Ne? So,
Jetzt kann man das nicht so gut erkennen. Ich hatte letztens jemanden, der sagte, Herr Dönnussen, das ist ganz ehrlich gesagt, das ist ein bisschen frauenfeindlich, das Beispiel. Habe ich mir viele Gedanken zugemacht. Wichtig ist, wenn ihr guckt, unter dem Kopf der Frau, da liegt ein Kissen. Ein schönes, weiches Federkernkissen. Okay, die Frau wird mit mehreren Schnallen so hier festgeschnallt, so dicke Lederriemen, ihr kennt das von 50 Shades of Grey, die wird überall festgemacht. Man kann schon sagen, der hier so direkt unterm Hals ist, der ist ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten finde ich, ist das super. Und dieses Gerät hat dann hier unten einen Auffangsack. Das heißt, die Frau wird beschleunigt, Zentrifugalkraft 1200, dauert so Viertelstunde. Und dann wird das Kind aus der Frau rausgepresst und fällt in diesen Sack. Fertig. Das dauert ungefähr eine Viertelstunde. Also der Herr Blonski hat gesagt, wenn der Mann, sagen wir mal, Fußball guckt, samstags mittags, und die Frau sagt, oh Schatz, ich habe so Fruchtblase ist geplatzt, ich habe Wehen. Kann ich sagen, gut, Schatz, hör mal, ich habe von den Herr Blonski, habe ich das gute Gerät im Keller. Dann lass uns da mal runtergehen. Dann wirst du da mal eingespannt, da stell dir mal 15 Minuten, 1200 Umdrehungen, bumm, bis Viertelstunde später, bist du zu dritt. Ist doch geil. Das ist doch geil. Jetzt kann man auch sagen, warum hat sich das nicht durchgesetzt? Also ich verstehe das gar nicht. Verstehe ich nicht. Weil der Herr Blonski hat leider keine Testimonials. Der sucht seit 50 Jahren. Das heißt, wenn hier jemand ist, die schwanger ist, oder ein Mann, der eine schwangere Frau hat, ich kann da einen Kontakt herstellen zu dem Herrn Blonski, dass man das einfach mal probiert. Und mal Schatz, der gute Herr Blonski, der hat da so ein Gerät, da können wir mal kostenlos, da sparen wir uns auch einiges bei. Super. Hat sich nicht durchgesetzt, weil Innovationen, Technologie, Marketing etc. pp. Bringt dir nur dann was, wenn du die Sprache deiner Kunden sprichst. Wenn du etwas Tolles, Neues auf den Markt bringst, dein Kunde aber den Sinn, das Bedürfnis oder den Mehrwert dieses Produktes nicht erkennt, wird er dieses Produkt nicht nutzen. Weil wir haben im Rheinland so einen schönen Spruch, der heißt, was der Buhr nicht kennt, fritt er nicht. Ja? Und darum musst du solche Dinge tun. Ein anderes schönes Beispiel, was ich mal hatte, war, eine Matratze zu kaufen. Matratzen kaufen ist super. Hat jemand von euch schon mal eine professionelle Matratze gekauft? Die anderen schlafen. Stroh, Europalette, auf dem Boden. Und ich bin in so ein Matratzenfachgeschäft gegangen und da kam so eine Matratzenfachgeschäftsverkäuferin. Und die kam so auf mich zu. Ich mach das mal nach. Hallo, guten Tag. Ich so, hallo, Sie suchen eine Matratze? Das ist so, ich könnte jetzt einen doofen Witz machen, nein. Ja, suche ich, weil ich bin ja auch im Matratzengeschäft. Da meinte die, ich habe drei Fragen an Sie. Und ich habe gemerkt, oh geil, die waren in der Vertriebsschulung. Ich liebe das, wenn man das spürt als Vertriebler, dass jemand in der Vertriebsschulung war. Ich dachte, okay, lass uns spielen. Und dann sagte sie so zu mir, Frage 1 könnt ihr mal für euch mitbeantworten. Schlafen Sie auf dem Rücken, auf dem Bauch oder auf der Seite? Ich dachte, ja gut, abends, wenn ich einschlafe, liege ich meistens auf dem Rücken. Dann in der Nacht drehe ich mich manchmal auf die Seite und morgens erwische ich mich manchmal, wie ich auf dem Bauch wach werde. Und ich habe so richtig gemerkt, wie sie so dachte, das habe ich in der Schulung nicht gelernt, die Antwort. Ja. Nächste Frage. Ihre derzeitige Matratze, ist das eine Taschenfederkernmatratze? Oder ist das eine Federkernmatratze? Ist das eine Latexmatratze? Oder eine Kaltschaum- oder eine Schaummatratze? Ich habe gesagt, gut, die ist von Ikea. So, dann sagte die, ja, auch bei Ikea gibt es andere und verschiedene Matratzen. Dann dachte ich, den Kunden zu belehren, Regel 1, falsch. Naja, und letzte Frage, könnt ihr mal überlegen, ob ihr die beantworten könnt. Wie viele Latten hat ihr derzeitiges Lattenrost? Da habe ich sie angeguckt, habe ich gesagt, also mal ganz ehrlich, wie langweilig muss denn jemand sein, dass er das weiß? Ne? Schatz, in der Zeit, wo du auf der Geburtsschleuder bist, geh ich mal oben die Latten neu ölen. Wahnsinn, das ist wie Socken bügeln. Verstehe ich nicht. Naja, am Ende des Tages habe ich nichts gekauft. Und es gibt ein Startup, was sich genau diesem Problem angenommen hat. Ein Startup, was hingegangen ist und gesagt hat, hey, das Problem lösen wir. Und wie lösen wir das? Wir machen Matratzen. Aber wie viele? Weil ich war völlig überfordert. Ich wusste nicht, welche ich kaufen soll. Und dieses Startup hat gesagt, wir machen Matratzen, aber wie viele? Eine.
eine einzige Matratze für Dicke, für Dünne, für Leute mit 14 Latten, mit 28 oder mit 72 oder auch nur mit einer. Was auch immer. Alles möglich. Und das Geile ist, die schicken dir die Matratze nach Hause. Und wenn du eine Matratze mal bestellt hast, bei der du eine 60 Tage Geld-Zurück-Garantie kriegst, wie geil ist das, 60 Tage? Boah, kannst du umsonst ausprobieren, schicke ich wieder zurück. Wer aber schon mal eine 2 Meter mal 2 Meter große Matratze bestellt, die sind vakuumverpackt, dann schneidest du das Ding oben auf, dann passiert Folgendes. Das Ding wiegt 10, 15 Tonnen. Wie willst du das zurückschicken? Schatz, hol mal kurze Alufolie aus der Küche. Machen wir mal Alufolie drum. Wie soll das funktionieren? Das funktioniert doch nicht, oder? Also, Wahnsinn. Ganz einfacher Tipp. Manchmal ist es das eine Produkt und nicht das riesige Produktsortiment. Ich habe so oft Food-Startups bei mir, die sagen, wir bringen Schokolade auf den Markt. Die Sorte, die Sorte, die Sorte, die Sorte, die Sorte. Wo ich sage, hey, lass mal erstmal nur eine Sorte machen. Wenn ihr an geile Restaurants denkt, dann haben die doch manchmal ein sogenanntes Signature-Meal. Das heißt, die haben ein Gericht, was die auszeichnet. Ich habe bei mir in meiner Heimatstadt gibt's eine Pommesbude in Viersen-Süchteln, die heißt Meier und die hat die geilste Currywurst der Welt. Mir ist total egal, was sie noch haben. Ich esse da nur Currywurst. Aber diese Auszeichnung muss ich mir abholen und dafür können solche Dinge sehr gut funktionieren. Kennt ihr noch das Produkt? Ich habe es extra mal gekauft. Der Durstlöscher. Eigentlich super, alles richtig gemacht, weil der Durstlöscher hat ja das Problem des Kunden, nämlich dass er Durst hat, in den Vordergrund gestellt. Ja, vielleicht gab es das bei euch auch auf der Waldorfschule. So, also, der Durstlöcher. Das Geile am Durstlöcher, möchte ich euch gerne mitteilen, ist, der Durstlöcher hat 1% Fruchtgehalt. 1%, was ist das für eine Auszeichnung? Trinken Sie der Durstlöcher, 1% Fruchtanteil. Das ist, damals haben wir gesagt, geil, ein Schluck Durstlöcher, bist du versorgt mit Vitaminen, so viel wie du willst. Das hat der Durstlöcher super gemacht. Heute würdest du doch hingehen und würdest sagen, hey, ich habe einen Smoothie. Ja, ich habe einen Smoothie mit irgendwelchen Beta-Carotin und Antioxidantien und Leinsamen und Chiasamen. Hey, Märkte verändern sich so krass. Und du musst als erfolgreicher Unternehmer immer wieder gucken, wohin wandert mein Markt? Was ist das, was mein Kunde will? Was ist das, was das... Früher hat uns das doch nicht interessiert. Mittlerweile ist ja teilweise Schokoladenmilch und Vanillemilch in der Schule verboten, weil die Kinder davon dick werden. Natürlich nur davon, sonst essen die ja nur Leinsamen. Ein weiteres sehr, sehr schönes Beispiel ist, wenn ich Hotels buche... Boah, mein absolut... Ich darf ja nicht den Namen der Hotelseite Booking.com sagen. Also... Das ist, oh, muss ich jetzt schon sagen, das ist Werbung. Wenn ich da Hotels buche, mal ganz ehrlich, dann ist doch hässlich die Seite. Wenn ich jetzt, ich würde jetzt zum Stefan Friedrich gehen und sagen, nochmal, ich habe mir eine super Corporate Design überlegt für Gedankentanken. Blau, gelb, rot, rosa, grau, weiß, grün und schwarz. Dann wird der Stefan sagen, das ist eine geile Idee. Nehmen wir einfach alle Farben, haben wir alle Kunden. Super, fertig, Top-Strategie. So, aber was machen die richtig? Diese Seite ist nicht darauf ausgelegt, schön auszusehen. Diese Seite ist darauf... Jetzt komme ich mir vor wie ein Vertriebler. Machen dann eigentlich immer so. Diese Seite ist darauf ausgelegt, zu verkaufen. Zu verkaufen. Also, ich sehe unsere letzten verfügbaren Zimmer. Hui, Scheiße. Gleich ist alles weg. Was ich super finde. Und wenn es nur noch wenige Zimmer gibt, wie das immer ist, dann sind die reduziert. Hä? Ist das nicht immer andersrum? Und 2600 Leute sagen, dass dieses Hotel super ist. Ich halte fest, ein super Hotel, das super Hotel ist auch noch reduziert und es sind die letzten Zimmer. Aber ich bin ja Vertriebler, an der Stelle denke ich, ach Leute, spielt doch mit den normalen Kunden. Mich kriegst du nicht, aber jetzt wird es gemein. Wenn du nicht verstehst, was unsere letzten Zimmer bedeutet, schreibe ich dir nochmal hin, sehr gefragt, in einer anderen Farbe. Könnte ja sein, dass du das nicht verstanden hast, weil du so blöd bist. Der nächste Punkt, wenn du nicht verstehst, was ein durchgestrichener Preis bedeutet, dann schreibe ich dir daneben, tolles Schnäppchen, aber nur heute. Bis zu dem Zeitpunkt bin ich so die ganze Zeit, ja, klicke ich jetzt oder nicht? Und dann kommt mein absoluter Liebling. 8 andere Personen sehen sich... Also Leute, wirklich mal jetzt unter uns...
was soll diese Information? Da sind 8 andere vor sich, die wollen ihnen das jetzt wegnehmen. Was ich immer dann mache, ich habe ja gesagt, ich bin ein egozentrischer Narzisst, ist, ich buche 8 Zimmer. Ja. Ganz ehrlich, sonst ich storniere, mir doch egal. Ich will doch nicht, dass ihr ein Zimmer kriegt. Ich nehme die Zimmer dann weg. Also, es geht da nicht um Design. Ich hatte, um mal ein schönes vertriebliches Beispiel zu sagen, ich war mit meinem Vater in Marrakesch. Und war jemand schon mal in Marokko? Ah, wenn du da auf so einen Schuck gehst, auf so einen Markt, da gibt es da so Schlangenmenschen. Die machen richtig Vertrieb. Was machen die? Du läufst da so lang, dann kommen die von hinten, hängen dir eine Schlange um, eine echte, so eine Schlange, kommen dann zu dir nach vorne, grinsen und sagen, Schlange weg, 200 Dirham. Das ist Vertrieb. Das ist Vertrieb. Ja? Ist ein ganz simples und einfaches Beispiel, Vertrieb zu machen. Eine meiner Lieblingsfirmen aus Köln ist True Foods. Und True Foods hat jetzt True Foods Smoothies mit Chiasamen drin. Ne? Ohne Chiasamen bist du ja tot heutzutage. Und dann haben die eine Werbung gemacht, die heißt Oralverzehr. Schneller kommst du nicht zum Samen. Ach, Genus, ich hätte beinahe Erguss gesagt. Ja. Aber wir sind ja in Deutschland und in Deutschland haben wir ein Bundesland, das hat es nicht so mit solchen Sachen, nämlich die Bayern. Die finden sowas nicht so gut, die haben die Werbung verboten. Geil, geil, verboten. Aber was kann dir denn Besseres passieren? Was kann dir als Unternehmen Besseres passieren? Und dann mussten die das zensieren. Zensiert. True Fruits wurde verpflichtet, dieses Werbeplakat zu zensieren. Es soll anstößige und geschmacklose Äußerungen enthalten. Hashtag Sorry München. Geil. Das ist doppelte Werbung. Das ist doppelte Werbung. So kriegst du Kunden. Ein Kanal, den ich persönlich total unterschätzt finde in dem Kontext, ist Instagram. Wer von euch ist nicht bei Instagram? Instagram ist der Kanal mit der größten Viralität. Mein Lieblingsbeispiel aktuell ist der Stefan. Den Stefan habe ich vor einem halben Jahr habe ich noch gedacht, geil, der ist überall besser, aber ich habe mehr Instagram-Follower. Auf einmal hat er mehr als ich und ist damit mega krass erfolgreich und ist die ganze Zeit Sachen am Posten und man hat richtig Bock, sich diese Inhalte anzugucken. Aber du musst Sachen, Content transportieren, wo die Leute Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, du musst dir Gedanken machen, welcher Mehrwert, ob es Unterhaltung, Information, Tipps oder sonst was ist, ist für deinen Kunden relevant. Und dafür finde ich Instagram super. Ich habe bei uns, haben wir eine zweite Erfahrung gemacht zum Thema Kommunikation. Und zwar, wir haben irgendwie gemerkt, die E-Mails, die guckt sich kein Mensch mehr an. So, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen WhatsApp-Channel. Wir machen einen WhatsApp-Channel und kommunizieren Inhalte über WhatsApp. Und wir gehen hin und sagen den Leuten, holt euer Handy raus, scannt diesen, das ist eigentlich der Punkt, wo ihr jetzt hättet machen sollen. Und scannt diesen Code ab, meldet euch für den Newsletter an und ab jetzt werdet ihr vollgeballert. Nein, natürlich nicht. Aber welche Erfahrung wir damit gemacht haben ist, dass wir wesentlich bessere Öffnungsraten haben als zum Beispiel bei E-Mails. Dass wir kleine Videos, kleine Posts etc. schicken können. Weil was ist denn das Tool Nummer 1, was wir in der Kommunikation nutzen? WhatsApp. Und was ist das Tool, was man dann vielleicht auch für seine Business-Kommunikation nutzen könnte? Auch WhatsApp. Das heißt, einfach mal darüber nachdenken, solche Dinge zu nutzen oder zu machen. Letzter Teil. Wenn ich mein Business skalieren will und ich habe ein Produkt auf den Markt gebracht und muss mir Gedanken machen, ein weiteres Produkt auf den Markt zu bringen, dann ist das nicht ganz so einfach. Es gibt im Marketing aber einen coolen Effekt, den ihr euch mal angucken solltet, den sogenannten Assimilationseffekt. Und der Assimilationseffekt bedeutet, von dem guten ersten Produkt auf ein zweites. Wenn du etwas aufschreiben willst, was nicht mehr weggeht, dann brauchst du einen Edding. Also ist Edding hingegangen und hat gesagt, wir machen ein Produkt, nämlich ein Permanentspray, ein Spray zum Sprühen auf Möbel. Oh, dieses Geräusch, ich komme mir vor wie so ein Graffiti-Typ. Ja? Was nicht mehr weggeht. Und das Coole daran ist, das Produkt ist genauso gestaltet, aufgebaut und sieht genauso aus wie der Edding-Stift. Obwohl alle anderen Produkte aus diesem Sortiment komplett anders aussehen.
Und das ist schlaue Skalierung. Das heißt, das Positive des Ersten zu nutzen und auf das Zweite zu transferieren, weil dann startet dein zweites Produkt schon mit einer viel, viel besseren Basis. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht einer Firma, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Also, wenn ihr bei euren Produkten vielleicht manchmal denkt, wie kann ich die geil vermarkten, dann guckt euch doch einfach solche Sachen an. Das ist Bosch, damit würde ich jetzt im ersten Schritt vielleicht nichts unbedingt Geiles verbinden. Der Typ mit dem Schnubbi, mega, mega Typ. Also, das heißt, es gibt bei jedem Produkt, ich klicke das mal schnell ein bisschen durch, so, zack, bei jedem Produkt gibt es Dinge, die du tun und machen kannst. Allerletzter Punkt. Wenn du dir ein Business aufbauen willst, wenn du dein Business nach vorne bringen willst, dann brauchst du leider manchmal auch Kapital. Wird jetzt ein bisschen ernst. Ja? Das heißt, mach dir bitte rechtzeitig Gedanken darüber, wo kannst du Kapital generieren, wo kriegst du Gelder her, wie findest du einen Business Angel, wie findest du einen Investor für dein Business. Und wenn du das kombinierst mit dem, was du bisher gemacht hast und diese Punkte berücksichtigst, die ich euch heute versucht habe, so ein bisschen, hoffentlich auch mal an der einen oder anderen Stelle mit einer kleinen Anekdote zu erläutern, und ihr immer wieder an Nutella denkt, dann glaube ich, dann kann euer Business auch durchstarten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke. Prost. Danke. Ciao. Ciao. Danke, vielen, vielen Dank. Was ein Typ, oder? Also ich habe ja eine ganz andere Art und Weise, mein Nutella-Glas zu öffnen. Ich mache das immer mit dem Fingernagel, gehe ich dann so ganz außen rum und wenn... Ja? Wirklich? Billig, hast du es gehört? Also noch eine dritte Variante. Und dann möchte ich aber nicht, dass diese goldene Folie da reinfällt. Auf keinen Fall, oder? So sind wir Frauen nun mal. Was sagt es über dich aus?